So, moin. Da bin ich dann wieder mal. Anderer Tag, gleiche Stelle. Mache auch erstmal mein Video aus, was ich hier gerade so schön am Schauen bin. Was ich machen möchte, sind diese Kleidchen hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die mal gesehen habe. Man kann ja so Origami-Faltchen, so Origami-Kleider falten, nicht Origami-Falti-Kleiden. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, habe ich das schon hinter mir und ich habe davon einmal 60 Stück gemacht und dementsprechend habe ich die Nase für die nächsten gefühlten 3, 4 Jahre voll. Und da bin ich dann auf die Suche gegangen. Eine einfache Lösung für ein Kleid. Auf einem Pocketletter, auf einer Postkarte, auf einer Karte, auf alles mögliche, Geschenk, keine Ahnung, wo man die dran patschen möchte. Und ja, habe auch was gefunden, wie man sieht. Total simpel, würde ich mal meinen. Und ja. Das wollte ich euch dann mal zeigen. Was wir dafür brauchen, ist eigentlich nur Dekopapier. Ja, ne, wo man gerade was irgendwie machen möchte oder so. Sagen wir mal Dekopapier der eigenen Wahl. Und ich habe mich für dieses hier entschieden heute. Auf der anderen Seite sieht das so aus. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ja, so ein bisschen traurig, auch wenn da Liebe draufsteht. Die Seite ist schon viel schöner. Und was ich dann auch nochmal ausprobieren möchte, ist dieses Mal hier so ein Geschenkband nehmen statt ein Band aus Papier. Aus Papier, oh Gott, ja. Als ein Stoffband. Weil das eben so schön, ne, irisiert oder wie man das auch immer nennt. Ich finde das so toll. Und dann brauchen wir, also natürlich kann man jedes andere Band auch nehmen. Man kann da eventuell auch mit einem Edding einen Strich machen, hat man auch einen Gürtel. Doppelseitiges Klebeband brauchen wir. Man könnte auch Flüssiges nehmen, wenn man diese hier macht, aber Flüssiges mit Stoff, ich weiß nicht. Also bei mir, vielleicht bin ich auch zu deppert, ich weiß es nicht, bei mir kommt das Zeug immer durch. Dann siehst du das am Ende. So, Dekosteine hier brauchen wir also auch. Das ist das Action-Klebeband. Das ist, ja. Ich habe eine Rolle besessen und die ist auch schon etwas älter. Damit klebe ich immer Sachen, die nicht so fest kleben sollen. Das ist dann am besten. Also, Dekosteine brauchen wir. Man kann auch Halbperlen und sowas benutzen, aber ich benutze am liebsten diese, Steinchen, wie man sieht. Und dann wollen wir auch mal durchstarten. Ach ja, um nicht zu vergessen, ist, wir brauchen eine Büroklammer. In der letzten Zeit habe ich aber so viel Zeug mit Büroklammern gemacht, dass ich wirklich keine Büroklammer mehr über habe, die gleich ist wie diese dort. Also habe ich nur so kleinere. Ich weiß aber nicht, ob die kleinen, ob man das mit denen auch so gut machen kann. Deswegen werde ich jetzt hier diese beiden mal kurz von dem Gummiband befreien. Ist ja auch nichts bei. Wo haben wir denn mein Cuttermesser hier? Ich mache das jetzt mal schnell kurz ohne Kamera. Das heißt, wenn ich mir den Finger absäbel, sieht man das wenigstens nicht so. So, der kommt dann wieder zurück und da haben wir schon mal einen. Und hier haben wir den zweiten. Ne, gar nicht wahr. Der kommt da. Hier haben wir den zweiten. Dann brauchen wir noch eine Zange, um einen schönen Kleiderbügel dann auch biegen zu können. Jetzt muss ich sagen, ist das echt schon eine Weile her, dass ich die Dinger gemacht habe. Ich weiß also nicht, ob ich die dann noch so schön gebogen kriege. Obwohl die ersten, sag ich mal, gefühlten 100, also die ersten 3, 4 Stück,
von diesen Bügeln werden eh eine Katastrophe. Also das ist nichts. Und man kann das Kleid sich auch doppelt machen und dann machst du dir das hinten nochmal drauf. Dann siehst du dieses ganze Gefrickel und Geklebe nicht und ne? Vielleicht mache ich das ja jetzt auch mal. Ausprobieren. Einfach ausprobieren. So, was brauchen wir dazu noch? Eine Wellenstanze. Also, ups, eine Wellenstanze. Dann werden wir hier mal stanzen. So, das haben wir. Dann brauchen wir ein Lineal. Mal direkt wieder wegpacken. Ja, mein kleines Lineal. Ist nicht so, als hätte ich nur eins, aber ey, wo ist das andere? Ich habe da noch so ein kleines flexibles. Wo ist das denn hin? Manchmal habe ich das Gefühl, wenn meine Kinder da waren, rüsten die so ihr Schulequipment aus. Und ich habe dann immer irgendwie weniger. Ich hatte früher haufenweise Tipp-Ex, diese schönen Roller hatte ich hier ja, in sämtlichen, ich sag jetzt mal, Formen. Jetzt habe ich keinen mehr. Gestern hätte ich mal einen gebraucht. So, und dann bin ich ja faul. Ich werde mir den hier einfach drauflegen. Hier und hier einen Punkt machen. Oh, das liegt gar nicht richtig. Aber jetzt. Also hier und hier einen Punkt machen. Wie man sieht, sind hier oben drei. So Hübbel, sag ich mal. Also, ich glaube, ich drehe das um, dann sieht man das, glaube ich, besser, gell? Also drei Hubbel. Und jetzt machen wir das ganz anders. Damit man das auch richtig vernünftig ordentlich sieht. Passt auf, ich werde mir ein weißes stanzen. Und weil man weiß, auf weiß ja auch recht bescheiden sieht, werde ich mir diese grüne Unterlage schnappen. Und so müsste es eigentlich besser gehen. Mal schnell alles hier so ein bisschen auf Seite räumen. Und dann mal gucken, ob ich es hinbekomme, weil es doch ein ziemliches Gefrickel war, mir genau diese Form hier irgendwie so zurechtzufummeln. Wollen wir mal gucken. Also oben brauchen wir auf jeden Fall drei. Und unten brauchen wir mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Den und die beiden und die beiden. Macht 1, 2, 3, 4, 5. Also den gegenüberliegenden von diesen Hubbeln, das sind ja drei, der in der Mitte. Da nehmen wir den gegenüberliegenden Hubbel und gehen jeweils zwei zur Seite. So, dann haben wir schon mal unsere Hubbel. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir auch die Teile hier so ein bisschen schön hinbekommen. Und da fängt dann die Schwierigkeit für mich persönlich schon an. Also ich hatte es ja erst so gemacht, aber das war ein bisschen steil, wenn ich es jetzt so mache. Ja, so eine Wespentaille hat ja kein normaler Mensch. Also bin ich hier hingegangen. Habe mir einen Strich gezogen. Dann bin ich von dem letzten zu dem mittleren. Auf der anderen Seite diese Einkerbung gegangen. So war das doch, oder? Ja. So, und dann habe ich hier oben schon mal so eine schöne Taille, finde ich, ne? Und dieses hier muss ich jetzt nur noch hier mit dem Kleid verbinden, so wie ich finde.
dass es hübsch aussehen könnte. Und ich mache das dann mal so. Ja. Könnte gut aussehen. Wie viele Zentimeter haben wir hier? 3,5. Dann nehme ich hier auch mal 3,5. Und verbinde das mit diesem hier. So sieht das dann am Ende aus. Und brauchen werden wir. Oh. Brauchen werden wir dieses hier. Also jeder kann sich seine Taille in der Mitte so machen, wie er möchte. Also, ne, also für mich selbst sieht das so von den Proportionen her also am schönsten aus. Und dann nehmen wir uns eine Schere und schneiden ein. Schönen Strich entlang. So. Also macht man sich quasi eine Schablone. Ja, quasi nicht, aber ne, ja, eigentlich schon. Also macht sich eine Schablone und das fertig ist das Kleid. Und das lege ich mir dann hinten drauf. Richtig schön Hübbel an Hübbel. Hubbel an Hubbel, meine ich. Und übertrage das mit dem Bleistift auf beide Teile. So, Hubbel, Hubbel. Jo. So, und dieses Teil werde ich diesmal nicht entsorgen. Das lege ich mir am besten hier mit rein. Auch mit der Schere, mit Schere bewaffnen und einmal schön ausschneiden. Wenn man jetzt gleich noch möchte, man muss es nicht, man kann mit Stempelfarbe die Seiten wischen. Und genau das werde ich gleich tun. Und ich muss sagen, ich steigere mich, ja. Diesmal habe ich doch tatsächlich wirklich in ganz echt das Stempelkissen hier liegen und den Schwamm. Und nicht nur den Schwamm oder nur das Stempelkissen. Nein, nein, alles beide liegt da. So, und jetzt sieht man den Grund, warum ich dieses eine Blatt eben umgedreht habe, weil bei beiden Kleidern ist dieses Rosenmuster unten. Und wenn ich die nachher so aneinander klebe, dann finde ich das schon schön, wenn, ups, wenn das halt so klappt. Ja. Schön. Aber das geht ja gar nicht richtig hunderttausendprozentig. Da muss man aber nachschneiden. Puh, ich mache es gar nicht. Meine kommen ja auf die Pocket Letter. So, jetzt wischen wir erstmal kurz. Und wie immer mit dem Superschwamm. Man muss nicht schwarz, man muss gar nicht. Ja, ist das so schön. Man muss nicht, man kann, man darf. Auch in sämtlichen anderen Farben oder gar nicht. Ich mag es halt. Für mich gibt das dem alles eine andere Optik. So. Haben wir das. Und jetzt kommt der Klebestreifen. Einmal hierauf.
Und einmal auf dem anderen. So, und das werde ich hier einschneiden und hier einschneiden, damit ich das einfach viel besser hier hochknicken kann. So, da hast du hier eine schöne Taille. Aber wie man sieht, habe ich das nicht gleichmäßig gerade geklebt. Das hier auch nicht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Jo. Aber schief ist schick, ne? Also, um Ausreden nicht verlegen. Außerdem sollte das so. Genau so sollte das sein. Das ist so und nicht anders. Ja. Das sieht doch schon ein bisschen gleichmäßiger aus, finde ich. Klebestreifen ab. Mal hier so einen Streifenschnapp. Und den werde ich ihr dann hier einmal so rumwickeln. Das nervt ein bisschen, oder? Einmal. Irgendwie hätte ich, glaube ich, tiefer anfangen sollen, wenn ich das nämlich jetzt... Na gut, dann muss ich zweimal machen. Auch nicht so schlimm. Wieder was gelernt, ne? Und hier unten. Ich finde das so schön, wenn das immer so überlappend aussieht, ne? Ich weiß auch nicht. Ich mag das leiden. So. So, alles schön mit doppelseitigem Klebeband. Sehr schön. Oh, das glitzert so schön. So, hier machen wir das auch ab. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Okay, kurz geguckt. So, und diesmal fangen wir unten an. Mal sehen, ob es dann besser wird. Aber dann gefällt mir das nicht so, glaube ich. Geht auch nicht. Also kann ich das ruhig oben machen. Oben finde ich es einfach schöner. So. Schön hier umklappen. Den zweiten Streifen kleben. Schön einschneiden. Also wenn man es nicht einschneidet, habe ich gemerkt, dann hat man so komische Hubbel und Beulen dann da, wenn man das halt umknicken möchte. Unschön, unschön. So. Die beiden haben wir dann schon mal soweit. Dann geht es an die Deko. Und da schauen wir mal, wie sie schauen. Ne? Ich hätte ja gerne hier diese großen, aber ich glaube, die sind ein bisschen zu groß. Ich guck mal. Mir mal ein. Ach nö. Okay. So. Dann wollen wir mal hier unten reinmachen. Also mehr als so ein paar Pünktchen mache ich eigentlich sehr ungern, da dieser Kleber ja schnell trocknet. Also schnell ist relativ, ne? Aber
getrocknet halt. Jo. Bin gerade im Klebewahn. Und hier oben auch drei oder in der Mitte lieber ein. Und links und rechts kleine. Machen wir mal nur in der Mitte ein. Und da ich einen schimmernden Gürtel genommen habe, werde ich auf dem Gürtel diesmal gar nichts machen. Obwohl wir ja zwei Kleider machen statt eins, könnte man ja hier auf dem Gürtel machen und dafür unten nichts. Aber dann sieht das so nackig aus. Also finde ich. Oder man macht hier drei Stück drauf. Mal sehen, wie es aussieht. Ups, mal ausprobieren, gell? Mal sehen, welche ich da unten drunter mache. Vielleicht welche, die nicht. Ich bin ja eigentlich kein Freund mehr so besonders von diesen selbst klebenden Klebesteinen. Aber meine Erfahrung ist, die gehen mit der Zeit echt ab. Ich frag mich jetzt nicht wieso, vielleicht bin ich jetzt zu so blöd, da irgendwie so ein Ding drauf zu kleben, aber ich habe das Gefühl, die gehen echt ab. So. Ups. Ist das auch fertig? Vielleicht so eins in die Mitte. Ich und meine Stresssteinchen, ne? So. Also ist kein Zauberwerk, die kleinen Teilchen da zu machen. Man kann natürlich auch hingehen, sich selber Papier einfärben oder im Nachhinein jetzt hier noch Stempelmotive drauf machen, Schnörkel oder Buchstaben, wie auch immer. Komm hier jetzt. Ich werde mir die Matte mal ranholen, damit ich das besser in die Tüte bekomme. Jo. Kann sich nur um gefühlte Stunden handeln, tut mir leid. Hups. Meine Tüte ist ein bisschen störrisch. Okay. So. Da sind wir wieder. Vor allem wir. Alles schließen, alles zumachen, alles wegräumen. Und jetzt geht's ans Kleiderhaken biegen. Mal sehen, ob ich das überhaupt noch hinbekomme. Kleiderhaken biegen. Also brauchen wir die Zange. So, es gibt mit Sicherheit viel einfachere Methoden, wenn man mal irgendwo schauen geht oder so, aber ich. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht liebe ich es mir immer schwer zu machen. Ich mache das Drahtstück einfach ganz gerade. So, das ist ganz gerade. Es ist ganz gerade jetzt. Man sieht nicht die Dellen und das ist eben ein benutzter Kleiderbügel. So, legen wir uns das mal kurz hier hin. Daraus mache ich jetzt dieses obere Teil. Jo. Dann nehme ich mir dieses ein Stückchen weiter drunter, ungefähr hier. Biege das mir so mal schön zu dieser Seite hin. Dann nehme ich mir das hier. Oder hier, doch, könnte hinhauen. Da bin ich mir nicht immer so sicher. Muss es hier festhalten. So dass diese Kleiderbügel nach unten zeigt. Das ist gar nicht so einfach. So. Einmal zur anderen Seite rüber.
Und das war zu lang, wie man sieht. Also wieder so zurück. Irgendwie spinnt mein Handy. Machen wir es hier. Kann man natürlich auch nicht so oft machen, sonst und auf der gegenüberliegenden Seite geht es nach oben. Und hier werde ich mir jetzt einen ganz kleinen Haken reinmachen. Damit. Wollte ich eigentlich, geht aber nicht. Ich bin da immer noch zu lang. Ich werde die Krise. Okay, jetzt habe ich gleich zwei Stücke, wenn ich weiter so biege. Und schön sieht es auch nicht aus. Na, ich sagte ja, die ersten paar Stück werden eine Katastrophe. Also bei mir zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen ist. Ich muss immer ab und zu mal gucken. Mein Handy gibt so komische Geräusche von sich. Das ist alles, wenn die Leute morgens früh alle schon was von einem wollen. Obwohl man sieht das hier ja nicht, wenn das so ein bisschen hubbelig ist, weil das ist ja am Kleid und hinterm Kleid, aber trotzdem. Den Haken lasse ich mal, den brauche ich mir sowieso. Mal sehen, ob ich es jetzt ein bisschen besser hinkriege. Dieses biege ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall lasse ich es fallen, wie man sieht. So, das müsste ich auf jeden Fall einmal umbiegen, und zwar in meine Richtung. So, dann habe ich hier ja diesen Haken und da mache ich mir das hier dann rein und quetsche mir das zu. Aber proportional ist das immer noch eine Katastrophe. So, einmal nach unten. Und zu ist das Ding. Also wie man sieht, ist das proportional noch, ja, ne? Ich habe mir das aber auf so ein Zettelchen aufgeschrieben. Also ich habe mir da das Ding hier ausgemessen. Das ist dann ja ein Stab, sage ich mal. Diesen Stab hatte ich hier, die Zentimeter, hier in der Mitte gleich und hier gleich. Und das Schnuppelchen, was hier überbleibt, das wird dann der Haken. Also dieses und dieses hier, die beiden Einer. Die gleiche Zentimeterzahl und das hier ist der Kleiderbügel in der Mitte. Jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn du das hier nur 2 cm hast und das hier 4 cm, da wird ja nichts draus. Das muss dann das hier, das ist das Mittelteil. Und dann müssen die beiden hier ein bisschen gleich lang sein, so dass sie sich in der Mitte schön treffen können. Auf einer Seite länger, damit du hier auch später den Haken rausmachen kannst. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich ausgedrückt. Auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch Videos. Da machst du dir, glaube ich, hier den Haken. Oder das machst du hoch. Irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr. Oder das machst du hoch. Keine Ahnung. Das ist elend lange her. Oder du nimmst diese Klammern, die rund sind. Machst das hier hoch, machst das hier hoch, das machst du auch hoch. Ups. Und aus diesem Teil, was du ganz hoch machst, ich sagte ganz hoch, ist gar nicht immer so leicht, Mensch, machst du dir dann. Dieses runde Ding.
Hier machst du dir so einen Haken. Ich finde einfach, dieser kleine Haken muss sein. Muss ja irgendwie festgehalten werden. Aber das wird doch auch unproportional. Ja, und hier musst du natürlich noch so das Stückchen hier abpitchen. Aber bringt ja auch nicht so viel, weil habe ich zwar abgepitcht, aber sieht immer noch nicht gut aus. Also mit dieser Zeichnung bin ich nachher am besten gefahren. Ach so, den brauche ich ja jetzt. Dieses Kleiderbügelchen. Dieses schöne, exakt gleichschenkelige Ding. Dann nehme ich hier diesen Softkleber. Man kann mit Sicherheit auch anderen Kleber nehmen. Ja. Dann nehme ich mal nicht den Softkleber. Ich werde es mal mit einem anderen Kleber ausprobieren. Aber ich werde mal einen Kreis stanzen. Welche Farbe hat das hinten? Okay, ich nehme weiß. Dazu brauche ich ein Stück weiße Pappe. Und die werde ich ein Stückchen abschneiden. Ungefähr so. Ja, müsste gehen. So, dann lege ich mir den hier hin, diesen schönen Kleiderhaken. Nehme mir das Klebemittel meiner Wahl. Bei mir sind es jetzt diese, ich nenne die mal, größeren Glue-Dots. Wieso hängen da jetzt zwei mit nebeneinander? Weiß ich nicht. Auch egal. Nehme ich. Wird genommen. Das sind eigentlich Luftballonkleber. So, die kleben da jetzt. Legen wir die hier hin. Und dann wird das da schön drauf geklebt. Und schon habe ich mein Kleid fertig. Natürlich mit dem hässlichen Kleiderbügel jetzt, werde ich später auch wieder ablösen, einen anderen drauf machen. Aber vom Prinzip her ist es das Gleiche. Ja, da sieht man, ne, dass der ist viel besser gebogen als der da. Naja. Und das Gleiche bitte auch hierfür, was ich jetzt nicht machen werde, weil noch eine Büroklammer möchte ich dann doch nicht ruinieren. Und dann mal auf an die Stanzen oder was auch immer und macht euch Kleider. Werket euch euren Kleiderschrank. Nur noch ein schickes Abendkleid. Oder so ein schönes schwarzes. Man kann auch, was ich auch noch total süß finde, ist, man könnte jetzt dieses Kleid, also mit diesem Band geht das jetzt was schwer, aber ich zeige es trotzdem. Man könnte jetzt, dafür brauche ich ganz kurzfristig doppelseitigen Klebeband. Blöd, dass ich das schon dahin geklebt habe. Naja, ich wusste nicht, dass diese Spontaneingebung mich jetzt gerade überfällt. Und so, eine Ecke hier ran. Kleben Kleiderbügel wieder nach oben. Und dann kann man das so. Aber leider reflektiert das auf dieser Seite dann ja nicht. Könnte man das so machen? Oder? Warte. Also mit Stoff ging das besser. So. Und dann hat man dann hier an dem Kleid auch noch schöne. Ein. Warte, ich brauche noch ein Klebeband, sonst kann ich hier gar nichts zeigen. Und zwar ungefähr hier.
Würde ich mal sagen, wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So. Das kann man abschneiden. Sieht man nichts mehr, gell? So. Jetzt hat das Kleid auch noch einen schönen, nicht so schön, weil dieser blöde Kleiderhaken jetzt schief ist, aber wenn er gerade wäre, sähe das richtig toll aus. Hast du da noch Träger? So. Genau, kam aufs Wort nicht. Und dann wünsche ich mal viel Spaß beim eventuellen Nachmachen und Duplizieren und was auch immer. Und zu diesem Thema Nachmachen, glaube ich, also ich habe mich die letzten Tage da oft genug drüber aufgeregt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das in einem Video gesagt habe, aber wenn ich nicht möchte, dass irgendjemand irgendwas nachmacht, dann soll er es in seinem stillen Kämmerchen machen und kein Video darüber ins Netz setzen. Und kein anderer, der auch etwas, also selbst wenn es eins zu eins nachgemacht ist, hat irgendeine Idee geklaut. Und wenn da wenn du auf deine Sachen kein Patent drauf hast, hast du auch kein Recht drauf. Und da wir eine Gebastelgemeinschaft sind und man davon ausgehen kann, dass mehr basteln als nur die paar Stück, die in den verschiedensten Gruppen auf Facebook sind, ne? Wird irgendwo irgendwer irgendwas schon mal gemacht haben und kann dann natürlich auch schreien, hey, ist von mir, ist von mir, macht aber doch keiner. Und ich finde, wer es nötig hat, ja, sich in Anführungszeichen darüber zu beschweren, der ist, ja, überarbeitet? Vielleicht? Da sollte man drüber nachdenken, wieder aus den Gruppen rauszugehen. Dann sieht man den Kram nicht mehr, den man selber gemacht hat, wenn man den also nicht mehr ertragen kann, dass alle das auch haben. Dann ja. Ne? Das ist doch schon in der Familie so. Hat die Schwester eine Handtasche, die die andere cool findet, naja, kauft sich die zweite Schwester die Handtasche auch. Kommst in die Schule, hast coole Turnschuhe an, sag ich mal. Ja, spätestens nach einer Woche haben andere die Turnschuhe auch, weil sie die cool fanden. So funktioniert das nun mal. Das kurbelt die Wirtschaft an. Das ist nun mal so. Und wenn man in der Lage ist, sich sein Zeug selber zu gießen, selber zu schneiden, selber zu stempeln, selber zu nähen, bla bla bla, warum soll ich das dann kaufen gehen? Oder warum soll ich mich vor einen Laptop setzen oder wo auch immer, also vor dieses Bild und es anschmachten? Oh Gott, nein, kaufen will ich es mir nicht, aber oh, ich hätte das auch so gern. Ja, meine Güte, dann bestelle ich mir den Kram und mache ihn mir. Dann habe ich den. Und wie gesagt, wer seine Sachen teilt, der muss auch damit rechnen, dass sie nachgemacht werden. Und ich finde es gar nicht schlimm, weil jeder macht das anders. Der Nächste, der die Kleider macht, der entwirft vielleicht mal eine ganz schlaue, das ist so eine Formel, wie man diese Dinger hier biegen kann. Oder eine einfachere Methode, wie man diese Taille aus da so hinbekommt. Oder hängt hier noch Spitze unten dran. Ja, das ist übrigens auch noch eine Möglichkeit. Man kann hier unten auch noch Spitze und Stoff und Tüll und sowas dran machen. Das sieht auch ganz, ganz, ganz bezaubernd aus. Also bitte gerne oder jetzt, wo ich gerade dabei bin, meine Inspiration läuft über. Da kann hier unten auch, sag schnell, hier diese Ortenstanzen und all sowas, kannst du dich auch austoben. Oder du machst hier von so einem Spitzendeckchen das Muster drauf. Alles drin, alles möglich. Die Kreation, wie gesagt, lasst sie freien Lauf. Ich find's toll. Ach, mit Servietten könnte man die Dinger übrigens auch noch bekleben. Ja. Es ist also viel, viel zu tun. Haut rein!